Ja, ich. Zettel Avis Schrein. Den soll ich natürlich lesen. Okay, den muss wahrscheinlich Runkel, genau, entziffern. Ich habe die Tube beim Abendschrank gefunden und eine sonderbare Nachricht darin entdeckt. Ich sollte die mysteriöse Nachricht zu Runkel Börsenhauer bringen. Der steht ja gleich hier draußen. Rum, genau. Aha, lässt sich der werte Herr auch mal wieder blicken. Mensch, Runkel, du hier, was für eine Freude. Und ich dachte schon, du wärst stiften gegangen. Stiften gegangen? Ich, wegen dir und deiner Klauerei kann ich mich nicht mehr vom Fleck rühren. Und da ist mir ein Stadtgard hinterher schnüffelt. Ach, hab die nicht so, Kumpel, das wird schon wieder. Das will ich auch schwer für dich hoffen, sonst hat sie es nämlich ausgekumpelt. Und unser Auftrag ist auch noch nicht erledigt. Truhe beim Avis-Schrein. Warum wiederholt ihr mich? Stimmt irgendetwas nicht? Nein, nein, ich habe nur diese unentzifferbare Notiz in einer verschlossenen Truhe am Abendschrein gefunden. Ich frage mich, ob es etwas mit eurer Aufgabe zu tun haben könnte. Kann ich mal lesen? Sicher. So etwas habe ich erwartet. Man gab mir einen Buchstabenschlüssel, mit dem ich etwaige Geheimnachrichten zu den Schlüsseln hätte. Zeigt hier, hier steht. Finde Schlüssel und zweiten Hinweis beim Hühnerhaus des Bauernhofs. Ja. Erzähl mir noch mal von der zweiten Aufgabe. Also, hier steht, finde Schlüssel und zweiten Hinweis beim Hühnerhaus des Bauernhofs. Mhm. Ja, bringe die Nachricht zu Runkel. Ich habe die mysteriöse Nachricht zu Runkel Börsenhauer gebracht. Tatsächlich habe ich am hiesigen Havelschrein eine Truhe entdeckt. Darin war ein Stück Papier mit einer Nachricht. Allerdings wurde sie in einem unverständlichen Kauderwelsch geschrieben. Zum Glück war Runkel in der Nähe, die Nachricht zu entziffern. Zweite Aufgabe. Runkel konnte die Botschaft auf dem Zettel aus der Kiste beim Abendschrein entziffern. Finde Schlüssel und zweiten Hinweis beim Hühnerhaus des Bauernhofs. Dort ist wohl die zweite Aufgabe. Finde den Schlüssel. Ich soll den Hühnerstall der Ackerbolz finden und nach dem Schlüssel durchsuchen. Da ist Bredo, Söldner Hügelbold. Okay. Ja, das Problem ist, um ins Hühnerhaus ans Hühnerhaus zu kommen. Habe ich mit Binga Ackerbold schon mal geredet? Häufiger Begleiter des Händlers sei sie sein leerer, viel zu leichter Geldbeutel. Also da ist der Hühnerstall. Und da ist Wolfis Versteck. Was habt ihr auf meinem Hof zu suchen? Entschuldigung, Frau Hof sah von außen idyllisch aus. Da kam ich nicht... Dass ich nicht umhin kam, einen Blick ins Innere zu werfen. Naja, ich kümmere mich auch täglich darum, dass es die Tieren an nichts mangelt und sich kein Untraut breit macht. Ja, seht ihr, das merkt man sofort. Sagt euer Hund, was ist er denn für eine Zucht? Er ist ein wirklich prächtiger Kerl. Oh ja, das weiß ich selbst nicht. Wir haben ihn vor Jahren beim Unwetter im Dunkelwald gefunden. Man hat ihn deshalb scherzhaft Wolfi genannt. Ein dreudiges Hündchen. Dürfte ich ihn mal streichen? Nein, das geht nicht. Er ist fremdem gegenüber sehr argwöhnisch. Ihr könntet gewissen werden. Das Einzige, was ihn besänftigen würde, wäre ein Knochen, wie ich ihn ihm immer gebe. Einschüchtern Brenno ihr, so des Turin. Los her damit, gib mir einen Knochen sofort, oder muss ich erst ungemütlich werden? Betören Drano, wie liebevoll ihr selbst zu euren Wachhut seid. Euer Mann weiß hoffentlich, was er an euch hat. Überreden Drano, seid so gut und lasst mich ihm wenigstens einen Knochen geben. Er erinnert mich so sehr an meinen verstorbenen Hund. Schade, dann einen schönen Tag noch. Nehmen wir mal Betören. Erfolg! Oh, ihr schmeichelt mir. Wenn ich einige Jahre jünger wäre und nicht, noch nicht gebunden, würde mein Herz sicher euch gehören.
So, nimm diesen Knochen, ihr Teufelsbursche. Okay, es ist gut, dass wir Drado dabei haben. Wuff, wuff. Hier hast du einen Feinknochen. So, Hühnerhaus. Schlüssel der Diebesgilde und Zettel im Hühnerstall. Ich würde das Tor gern wieder zumachen. Ich kann es nicht zumachen. Okay. Finde den Schlüssel. Ich habe den Schlüssel gefunden. Ich sollte den Schlüssel und die Nachricht aus dem Hühnerstall der Ackerbolz zurück in Börsenhauer bringen. Er kann mir damit immerhin was anfangen, im Gegensatz zu mir. Darf ich trotzdem mal gucken, was da steht? Ja. Sehe ich genauso, ihr auch? Dieses verfluchte Ungeheuer von einem Bären. Kann denn eine alte Koscherin nicht einmal mehr in Ruhe haben? So, da ich mal davon ausgehe, dass das die einzigen Räuberembleme sind, die wir kriegen, kann ich die auch dann gleich abgeben. Was? Wer da? Ich will weiter nach Pferdung. Braucht ihr zu zweit Leumungszeugen? Könnt ihr mir helfen? Würde ich gerne, aber ich kann euch leider nicht behilflich sein. Fex mit euch. Nun den Fex mit euch. Okay. Was? Ich habe die zweite Aufgabe gelöst und habe neben diesem Schlüssel eine weitere verschlüsselte Nachricht gefunden. Sehr gut, lasst sehen. Also hier steht in der Ruine der alten Mühle seine Truhe. Schließt sie auf und bergt die innenliegende Notiz. Ja, okay, da wir da eh noch in den Mühlenkeller wollten. Ja, ich soll die Mühle... Ich soll in der alten Mühle eine Truhe ausfindig machen und sie öffnen. Ich habe Runkelbörsenhauer den Schlüssel und die Nachricht aus dem Hühnerstall gebracht. Ich soll in der alten Mühle eine Truhe ausfindig machen und sie öffnen. Die zweite Nachricht, die Runkel schlüsseln konnte, gibt die nächste Aufgabe preis. In der Ruine der alten Mühle ist eine Truhe. Schließt sie auf und bergt die innenliegende Notiz. So, Feldwebel Erland, ich habe Embleme für dich. Ah, hier schon wieder. Was gibt's? Fragen stellen. Habt ihr denn gar keine Möglichkeit, Salina bei der Suche nach dem gestohlenen Diadem zu helfen? Sicher würde ich ihr helfen, wenn ich könnte, aber ich habe einfach nicht genug Männer hier, um mich auch noch mit solchen Dingen zu kümmern. Kann ich euch noch mehr Fragen stellen? Sicher, fragt nur. Was hat jetzt noch einmal mit den Abzeichen auf sich? Zöllner Nandor hat ein Kopfgeld von 2 Silbertalern ihr Abzeichen der Mordbande ausgesetzt. Wie ihr einen von ihnen erledigt habt, schnappt euch das Abzeichen und löst es bei Nandor ein. Okay, also ich muss nicht zu ihm, ich muss zu Nandor. Oh, ein Einbeerstrauch. Das ist auch schön. Und ich könnte hier bei Auralia, wenn sie schon hier rumwuselt... Könnte ich den Einbeersaftrezept besorgen? Ach, wen haben wir denn da? Der verlorene Sohn kehrt zurück. Salina, mein Täubchen. Lass mich dir erklären, was vorgefallen ist. Was willst du mir erklären? Gib mir zuerst mein Erbstück wieder. Du weißt, was es mir bedeutet. Ach, das hat er doch gar nicht mehr. Das hat er verscheuert, der Stutzer. Ja, ich habe es nicht mehr. Aber ich habe es nicht verkauft. Der Fremde, er hat es genommen. Ach, und hat der Fremde zufällig einen Beutel Dukaten dafür fallen lassen? Salina, bitte glaube mir, ich tat es nur für uns. Wie auch immer, Dranor, du hast mich enttäuscht.
Ich brauche Zeit, bis ich dir wieder trauen kann. Und nun geh, bitte. Aber euch danke ich, dass ihr Dranor gerettet habt. Als Dank sollt ihr meine Fürsprache bei Nandor erhalten. Sollte ihm euer Wort nicht genügen, dann sagt ihm, dass ich sonst ausplaudern werde, was er letztes Jahr am ersten Paios-Tag getan hat. Gut. Geliebt und das Diadem ist abgeschlossen. Ja, auch wenn ihr das Diadem wohl auch... Auch wenn ihr Diadem wohl auf immer verloren scheint, hat mir die Errettung ihres geliebten Sanias Fürsprecherschaft für einen Passierschein des Zöllners gesichert. Somit ist mein Weg nach Ferdok beinahe geebnet. Ich konnte zumindest Salinas Geliebten retten, wenngleich ihr wertvolles Familienerbstück verschollen bleibt. Was mag wohl der wirkliche Dieb des Diadems im Schilde führen? Ja. Gewinne sie Salina als Fürsprecherin. Salina wird sich beim Zöllner für mich einsetzen. Eine Gauklerkönigin als Fürsprecherin, das hat man nicht alle Tage. Wenn der Kerl mich bestohlen hätte, dann wäre er nicht so glimpflich davon gekommen. Ja. Können wir noch mit dir reden? Hallo, schön euch zu sehen. Danke. Hallo Salina, ich würde gerne mit euch reden. So sprecht doch. Salina, woher wusstet ihr eigentlich, dass ich ein Fürsprecher für die Weiterreise nach Ferdok brauche? Glaubt ihr wirklich, dass einer Gauklerkönigin in so einem verschlafenen Nest etwas verborgen bleibt? Die Geschichte eurer Ankunft hier in Arvestal hat ihren Weg schnell an mein Ohr gefunden. Da habt ihr auch wieder recht. Nochmals danke für eure Hilfe. Und nein, ich habe zu danken. Eine gute Reise wünsche ich euch. Vielleicht sehen wir uns ja zum Fest im Ferdok wieder. Dürfte ich noch etwas fragen? Natürlich. Meint ihr nicht, der war etwas hart zu dran? Immerhin wurde er zu seiner Tat gezwungen, um euer Leben zu retten. Ja, ich weiß, aber er hätte mich ins Vertrauen ziehen müssen, da hätten wir gemeinsam eine Lösung finden können. Ich brauche einfach Zeit, um mich nach dieser ganzen Sache über meine Gefühle klar zu werden. Ach, Salina, mein Herz, du hast alle Zeit der Welt zum Nachdenken. Ich werde auf ewig dein sein. Das weiß ich doch, Liebster. Wir brauchen einfach etwas Zeit, das ist alles. Wie schmalzig. Verzeiht die hier Unterbrechung, aber ich hätte noch ein paar dringende Fragen. Aber natürlich. Wer ist dieser Stiefel mit der Gauklermütze überhaupt? Fragt mich doch gefälligst selbst, wenn ihr etwas von mir wollt. Ihr wolltet ja nicht mit mir reden. Jetzt will ich aber. Hat man euch denn keine Manieren beigebracht? Tja, darf ich vorstellen, mein Bruder Hamlock. Posenreißer und Spaßmacher. Hallo, sagt mal, hat hier irgendjemand gehört, was ich ihm gesagt habe? Augen zu mir, wenn ihr was wollt. Schon gut, hat sich bereits erledigt. Lasst ihn sich ausmeckern, hat sonst nichts im Leben. Kann ich euch noch etwas fragen? Was macht ihr eigentlich hier? Wir wollten ursprünglich nach Ferdok reisen, dort soll demnächst der neu erbaute Sindetempel fertig werden. Anlässlich dieses Ereignisses hat der Graf von Ferdok ein großes Fest angekündigt. Tja, und wo Feste sind, da sind Gaukler nicht weit. Dürfte ich euch noch etwas fragen, ja? Wisst ihr vielleicht, weshalb der Weg nach Ferdok von den Wachen versperrt wird? Ich habe nicht die blasseste Ahnung. Selbst Nandor wollte mir nichts Näheres verraten. Was sonderbar ist, da es ihm eigentlich sonst nie gelingt, mir etwas zu verheimlichen. Hey, Nandor, der alte Esel. Ja, nimm lieber den als Mann als diesen diebischen Dranor. Das habe ich gehört. Oh, hey, ganz vergessen, dass du wieder da bist. Eigentlich wollte ich nur dir den Mund zunähen. Nur zu, ich spende gerne Nadel und Faden. Haha, das lose Mundwerk für immer geflickt. Was wäre das für eine Wonne? Bitte, bitte keine Streitereien mehr. Dann kann ich euch noch etwas fragen. Das war's eigentlich. Verzeiht, aber ich muss weiter. Auf bald. Gut, damit haben wir das wenigstens mal erledigt. Zur Mühle wollen wir noch. Zur Höhle. Also ja, die Mühle mache ich als nächstes. Da steht eine verschlossene Truhe. Dranor, guck mal rein. Also das machen wir noch schnell in diese Truhe. Gucke. Eibenholz und Pfeilspitzen sind Sachen, zu denen ich jetzt mal nicht Nein sage. Also das hier mal hier runter am besten so. Gut.
Amazone voraus. Und das heißt, wir speichern die jetzt mal wieder. Let's Play 002. Speichern. Ist es überschrieben oder ist es ein neuer? Es ist ein neuer. Ist praktisch, wir müssen nicht immer neu eingeben. Okay, dann machen wir jetzt hier erstmal einen Cut. Also, bis gleich.